Hallo und willkommen zurück zu The Bar Sale 4. Und wir sind jetzt noch in auf der Isle of Strondsea und werden jetzt mal aber zurück zu den Anfangsgebieten gehen und dann nochmal ein paar Sachen lösen. Erstmal wirklich komplett zum Anfang. Und den allerersten Schrein, den man mit diesem Code wieder lösen muss. Den sollten wir jetzt lösen können. Mit dem Sackles-Tier. Ne, da muss man noch eins weiter. Ja. Und zwar hier. Und zwar müsste das gewesen sein, Sackles Tier und Sandwich. Wo haben wir ein Sandwich? Ja. Oder aber ich habe mich vertan. Ich hätte was ganz anderes gebraucht. Okay, dann gucken wir uns das nochmal an. Okay. Dann hole ich nochmal mein Code Wheel raus. Den Pfeil haben wir auf die Wellen. Und den von links auf den Fuchs. So. Und den Pfeil auf die Wellen. Wir haben. Aha, ja, wir haben tatsächlich was anderes, als was ich beim letzten Mal hatte. Oder habe ich mir das irgendwo anders aufgeschrieben? Ne. Jedenfalls habe ich da eine 69. Und eine 78. Dann gehen wir wieder zurück. Gucken hier rein. Ja. 69 ist Cabbage. Und 78 ist Keg. Ja, okay, die hätte man tatsächlich schon recht früh gehabt. Ja. Na, Wahnsinn. Ja, gut, am Anfang hätte das vielleicht noch ein bisschen was gebracht. Das wäre jedenfalls das gewesen. Das kann ich jetzt auch auf meiner To-Do-Liste streichen. Falls ich das da überhaupt drauf aufgeschrieben hatte. Ich glaube nicht. Grün, grün, grün. Code Wheel bei Untergrundeingang. Ja, kann weg. Dann können wir hoch. Können wir auch den Weg hier nehmen. So, dann haben wir den hier. Und das könnten wir jetzt lösen mit dem. Achso, hier, die können wir auch mal gerade lernen. Dann haben wir Stack Swift Wine und Wreckers Dings. Ah, so.
Haben wir hier irgendwo noch die Drunken Note? Ja, das sind die drei. Use. Und use. Yes, now you understand me. Yes? Wonderful. Here, take this. It's a pendant of Tortuga. No serious drinker should be without one. And cheers! Uh-huh. What? I can't understand a word you said! A pendant of Tortuga. Manga's reliquary. To defeat him, you must possess... Ja, das war was anderes. Wir mussten irgendwas mit auf Tortuga. Was ist ein... Das ist ein Two-Hand-Item. Ja. Ist das jetzt hier irgendwo gelandet? Die kann ich aber ja auch wegwerfen. Oder verkaufen. Genau wie das da. Wobei, no downtime ist schon... ich glaube nicht, dass ich das noch irgendwann brauchen werde, aber... Fiber. So, hier ist aber nichts mit Tortuga irgendwas. Da, das hier. Tortuga Brooch. Slot Helm. Mhm. Ansonsten jetzt auch gar nicht so gut. Aber wir hatten hier noch ein anderes Ding mit... Oh Gott. Ich hoffe, dass es nicht besonders lange hält. Weil sich jetzt so zu bewegen, ist ein bisschen anstrengend. Oh, okay, hat sie erledigt. Geht wieder. Und zwar gab es ganz oben so ein Opferdings da, wo man das irgendwas mit Tortuga brauchte. Hinten. The turtle swims through dangerous swell, yet always protected by its shell. Aha. Ja, und jetzt? Haben wir dafür irgendeine Belohnung bekommen? Nicht Geld da drin. Ah, Shield of the of Tortuga. Mhm. Hey? Ja, das ist schon besser als das, was der hat. Mhm.
Na gut. Dann können wir das ja... Naja, das bald ich mal. Aber wahnsinnig sinnvoll ist es wahrscheinlich nicht mehr. Dieses Hin- und Herschalten von den Tabs ist schon nicht besonders gut gelöst. So, okay. Hätten wir das jetzt gelöst, dann können wir noch bei dem Cabbage-Verkäufer in dem Forest was lösen. I helped a dwarf once. He needed directions. Do you think he'll punch me for it? Well, I wouldn't mention it to anyone else. Ich weiß jetzt nicht, was der schnellste Weg da wäre. Geh mal einfach wieder hier runter. Ja, wieder da rein. Offering Shrine Turtle Shell. Irgendwie ganz im Süden von Scarabre. Ne, das ist ganz im Norden gewesen, aber ist egal, das war das schon. Grünes Zeichen, bla bla bla. Ja. Okay. What else do you want me to do for you when you play next, my dear? Well, sometimes folk in the back have trouble hearing my heart. I don't suppose you could make it louder, give it a little... Of course, easily done. But be warned, if you play like that, anyone too close is in danger of having their face melted off. You couldn't make that not happen. No. Unavoidable side effect. Sorry. Uh-huh. Okay, dann gehen wir mal da vorne rüber. Moment, Brucker, ist der in der Stadt? Moment, ich gehe da nochmal hoch. Aber ich vermute, dass das ja jetzt bloß zu einem Boot führt. Da haben wir jedenfalls nochmal Erfahrung. Dann. Ja, genau, das führt da zum Boot. Das nutzt uns natürlich nichts. Okay, Stufenaufstieg. Mehr Damage. Ja. Maximum erreicht. Wieso das überhaupt noch bis zum Ende zählt, weiß ich nicht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Und ja, dann gehen wir erstmal nach Inchriach. Ne, nach den Badish Lowlands gehen wir erstmal. Das Mage Tower kann ich entfernen. Das hatten wir ja auch fertig. Oh, das hier habe ich noch nicht gesehen.
Aha, nice. Ich glaube, davon hatte ich gerade keins mehr. Ja. Gucken wir uns gleich mal an, weil da wollte ich ja noch ein Item gucken, was das für einen Bonus bringt. So. Hierfür brauchten wir... Beast and Cabbage und Meat. Cooking Herbs. Mhm. Und Meat. Elfendagger. Wasp. Aha. Aha. Der sieht ja auch gar nicht mal so gut aus. Wunderbar, das ist jedenfalls auch gelöst. Dann haben wir Südosten von Inchriach. Da gehe ich jetzt als nächstes hin. Wieso zeigt er da oben hin? Achso, da geht's zurück zur Stadt. Oder? Ja, glaub schon. Ja, hier sollte ansonsten... Oh, da sehe ich noch was. Da kann man auch irgendwas machen. Aha. Der Cabbage Mann. Unusual Book. Dann nehmen wir erstmal alles mit. Seventh day of Seaturn. Well, I remember that day. So long ago, I was homeless, starving. I hadn't had anything to eat in weeks. Looking for shelter in a terrible storm, I remember tripping on a stone. I tried to catch myself, but hunger had slowed my reflexes. I fell sliding down the muddy incline deep into a ravine. The next thing I remember was not the pain of or the hunger, it was the smell, that wonderful smell. I slowly crawled my way toward it, and there, lit only by lightning of the storm, was a patch of bright green orb. I gently lifted one, fearing something so beautiful may be too delicate for my rough touch. I took another long sniff of the orb's aroma and took a bite of it. I had never tasted something so amazing. The crispy texture and subtle flavor was enough to make me cry tears of joy. I thought, what good God has so blessed me with this wonderful gift. There was a flash of lightning, and that's when I saw you, perched on top of a hill, surrounded by your adoring legions. I needed no convincing. I, Gandhi, saw my undying loyalty to you and your cause. I immediately set out to fulfill your plans. I started cultivating your loyal soldiers, selling them to travelers, merchants, and even giving them up to bandits and paladins, spreading them far and wide, awaiting the moment of your call. Fear not, I have headed your warning of those calling themselves adventurers. I shall not sell or gift any of your soldiers to them. If they were to find out your plans, they would move to stop us. I await your call for the final harvest, my king, your loyal servant, Gandhi. Ich glaube, das war doch da oben der Typ, der Gandhi, oder? Dann werden wir dem nochmal einen Besuch abstatten.
Und da hinten sind Gegner. Aha, interessant. Du Lagath Xanthas returned? Another evil raised by meddling adventurers, mark my words. And yet someone will write a song about them, praising them to the heavens when they're the cause of it all. Didn't write? Song of us, I mean about the adventurers? One knows what new rubbish they'll sing about. The old one was about hunting the pieces of the wand of destiny all over Kaith, but not a single verse about all the markets that were smashed along the way. Ja, okay, der ist das zwar, aber mit dem kann man darüber nicht reden, aber da sind neue Typen. Wieso auch immer. 81. Cheers. Blum, blum, blum. Now what? I would run if I were you. Feeling better. Speak. Ready. Auf geht's. Oh. Der hat noch 17. Moment, der hatte den jetzt gar nicht abbekommen. Na, ist eigentlich auch egal. Dann machen wir hier denn noch. Neun runter. Aha. Komm mal her. Dann ready. Ja. Die hat noch den einen Angriff. Naja, der. Ach so, Moment, der hat auch noch was. Ums, so langsam gehen mir die Punkte aus. Vielen Dank. Ja, was soll der jetzt noch mitnehmen? Mehr Schaden. Ja, nehmen wir mehr Schaden. Da hinten sind noch mehr. Moment, dann gucke ich hier aber auch noch mal lang. Da hinten auch noch mal welche stehen. Da kann man auch noch hoch, okay. Naja, also dass die auf der Karte markiert sind, ist schon sehr hilfreich. Auch wenn es natürlich dann ein bisschen was von diesem besonders, was Besonderes gefunden haben Aspekt wegnimmt.
Und wir müssen jetzt erstmal wieder so einen Grappling Hook bauen. War das nicht hier? Da. Wieso cannot create item? What? Man muss das Inventar dazu aufhaben. Wie dumm ist das denn? Also das... Die Quest-Item-Inventar zählt nicht. Bumm. Ja, dass das brauchbar ist, ist ja ziemlich ausgeschlossen. Ich? So. Dann müssen wir das ja auch mal flicken mit irgendeinem anderen Gegenstand, damit die neuen hier unten auftauchen. So, da haben wir noch ein paar neue Gestalten. Der hat 81. Und weg ist es. Ready, I suppose. Ja, das hier ist natürlich auch etwas suboptimal. Mit der Lücke hier drin. Ja, machen wir das mal so. Den machen wir ruhig einmal. So, der kommt aber jetzt nicht mehr zurück zu den anderen. Doch, wenn wir den schieben, dann ginge es. Wir können jetzt den aber auch noch runterholen. And move to nearby space. Dann machen wir da mal was. Dahin. Und Moment, den an. Yes. 91 hat der. Na, shit. Das hat nicht gepasst. Schön. Physical. Wir könnten auch Positionen tauschen. Ready. Ready, I suppose. Mhm. Jetzt haben wir natürlich keine Punkte mehr, um weiter anzugreifen, aber der hier wird noch. Get out of my...
Wieso der jetzt brennt, weiß ich nicht. What? Tell me. Yeah? I ready. Naja. Stand aside. Ja. Ready. Erledigt. Wieder gestiegen. So, da hatten wir jetzt schon hier diesen Pfad eingeschlagen, der eigentlich ziemlich sinnlos ist. Aber gucken wir mal gerade. Aktuell macht der 5 Schaden. Und dann würde der ja mit Int wahrscheinlich dann 6 Schaden machen oder so. Mit dem. Da ist immer noch 5. Kann auch sein, dass diese 2 dafür einfach zu wenig waren. Sure you wouldn't like me to put an edge on that blade of yours. It is imbued with the power of the Swordfather. That is all I need. Da waren wir schon. It's your funeral. Literally. It could be yours too, Dwarf. Ja, dann gehen wir jetzt noch rüber zu den Südosten von Inchriach. So können wir da nicht hinporten. Weil wir da sind. Haha. Cypher Springs. Da. Ist, glaube ich, ein bisschen gelaufen. Ach genau, in der Zwergenhöhle hatten wir noch was. Aber ich weiß nicht, was Haggis ist. Ja. Ich google mal danach, was Haggis überhaupt bedeutet. Ist a savory pudding containing sheep's pluck. Da ist Haggis. A savory pudding of sheep's pluck. Das ist ja wirklich wie in wie auf Wikipedia. Heart, liver and lungs. Okay, dann müssen wir erstmal dahin. Das ist jetzt Gutlauferei mit diesen verworrenen Faden hier. Dann den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Grandmother River. Hatten wir den schon? Sag mir jetzt nichts. Nee, den müssen wir auch noch dann machen.
Ja, ich glaube, das hier ist sowieso schneller. Master Dalglish, perhaps I was hasty in refusing your offer. If you feel you could make my sword sharper, I would welcome it. Change your mind about putting all your trust in the bishop's blessing, then? The scriptures say the Swordfather most readily helps those who help themselves. Wisdom indeed. Let's have a look at that blade. Mhm. Na, das hat mir jetzt beschränkt geholfen. Dann machen wir hier erstmal das neue Dingen. Ganz rechts unten, dann eins übergehen zu dem. Oder so? Anscheinend nicht. Hoch, runter, hoch. Und den. River's Current. New Puzzle Weapon discovered. Ich will mal nicht das Blaue einsetzen. Aber das müssten wir. Und bei dem hier. Ja, 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 ja. Da ist sowieso schon ein Blaues drin. Bless using non-damaging ability creates a mode of light and are healed. Na, das ist Schrott. Naja, klick mal einfach mal drauf. Ach, da musst du da unten auch wieder blau einsetzen. Ja, macht ja Sinn. Machen wir aber nicht. Diese blauen Dinger braucht man für alles Mögliche. Ist doch doof. Das haben wir jedenfalls auch jetzt. Grandmother. Wir haben aber immer noch nicht das Oberste. Da sind wir aber richtig. So, da braucht man den Tropical Drink. Das ist eine Bombe. Das ist auch eine Bombe. Den hatte ich mir jetzt schon mal gebaut. Irgendwann. Da. Und Side. Ach, den Side müssten wir bauen. Na toll, Mercenary Token. Okay, dann kann ich das aber auch aus meiner To-Do-Liste streichen. Mhm. Und dann hatten wir das noch in der Zwergenhöhle mit den Baked Potatoes. Dazu muss ich jetzt erst wieder zurücklaufen. Zup, zup, nehmen wir den Express. Wupp. Liegt was. Please, it's not the corruption. She's just...
My duty is here. See Mother Nature. Granny Moora, kann ich mich gar nicht dran erinnern. No, no, don't tell me. I know who you are. The outsiders who saved Mathan. Not myself at the moment, but I still got my third eye, don't I? Of course I do. Careful, Granny. You're talking to yourself again. Shut it, you. Da. The corruption in the forest. It's in my head now, too. It's what you get. Open yourself to the spirits, and what sickens them, sickens you too. Ah, she's right. If the wood isn't restored, I'll rot away inside like a hollow log, until I'm all gibber and no sense at all. Ich fürchte, es ist zu spät. You're pretty close as it is, you barmy bat. Haven't learned what's causing it all. But I'm listening to the whispers of the forest. It'll tell me soon enough. In the meantime, outsiders, what do you want? We're busy. I have things to say. If you're helping the forest, then I'll help you. Herbs and roots, bits and bobs, stuff and nonsense. Have a look. Uh-huh. Ja, aber leider nichts Gutes. Da. Goodbye. Come back. Aye, please. She's terrible company, this one. Hush you. Hm, das letzte Mal, dass ich die übersehen habe. Da haben wir gerade wieder so eine seltsame Textur. Zup, 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 zup. Mother Nain mag nicht mehr reden. Dann gehen wir mal runter zu den Ruinen. Jo. Badish Lowlands. Das hier war ja auch ein bisschen underwhelming. Hier war ja eigentlich gar nichts. Hinten ist noch eine Treppe. Vielleicht habe ich da auch den interessanten Teil gar nicht besucht. Ja, doch, hier unten bin ich gewesen. Das war das, was ich mir aufgeschrieben hatte. Make an offering. Haggis. Achso, und die Potato muss ich noch bauen. War anscheinend falsch. Dann müssen wir da nochmal nachgucken. Eule und... ja. Eule und Baum. Moment. Eule... Und Baum von links. Mhm. Das ist 19.
Ach Quatsch. Alles an. So. 25 und 58. Das ist genau das, was ich mir aufgeschrieben hatte. Haggis, 58, Baked Potato. Ach, da gibt's zwei Bäume. Das habe ich beim Rat des Falschen eingetragen. Ja, okay. Okay. Gibt's einen alten Baum und einen neuen Baum. Mhm. Dreh. Damit haben wir 2 und 89. Aha. Sweet Bun. Und 89 ist Shepherd's Pie. Den. Das andere habe ich, glaube ich, aufgegessen. Müssen wir nochmal neu bauen. Thorn. Wasp und Thorn. Okay, da ist auch schon wieder so ein Ding drin. Schema. Attacking an enemy has 50% chance to create Caltrops. Ah, okay. Das... führen alle nach unten. Ah ja, der nicht. Tactician, 33%. Ja, und mehr gibt's hier auch nicht. Doch, gibt's wohl noch. Sick and tired of endless squabbling. For sweet relief, just kill a goblin. Aha. Thorn. Sick and tired of endless squabbling. For sweet relief, just kill a goblin. Crafted Chart Sword, das war ja das auch so eins. Ja, das. Genau, das war ja auch schon gelöst. Ja, okay.
Und das hier konnten wir noch nicht weiter ausbauen. Ich muss jetzt noch gucken, was das andere war. Wir hatten noch einen Wand, glaube ich, der nicht fertig gemacht werden konnte. Ach, und da war noch ein Raum mit Lasergedöns drin. Da bin ich dran vorbeigelaufen. Da hinten ist eine Kiste. Ist ja irgendwo ein, da ist eine Tür. Ich sehe aber keinen Hebel oder so. Ja, speichern wir hier mal. Ach ja, genau, das, ja. Da will ich aber wieder runter. Hier ist einfach mal nix. Hier ist die Kiste. Und ganz viel Geld. Ah. Was machen? Nö. Locked. Ah, hier. Kann natürlich sein, dass wir jetzt hier nur eine begrenzte Zeit haben, bevor es anfängt, auf uns zu zündeln. Sehr wahrscheinlich sogar. Okay, weiter geht's. Mm.
höher als der geht der nicht. Gehen wir hier mal wieder rein. Es regnet. Also, der geht ja nicht höher. Da wird man so auch nichts... Na doch, eventuell, indem man... Hier diesen Gap kann man nicht überwinden. Außer mit dem ganz links. Ja, dann baue ich das mal auseinander. Und guck mal, dass ich nur das ganz rechts in Betrieb nehme. So, dazu müssen wir aber hier wirklich alles auseinander friemeln. Damit wäre der aber ja auch sinnlos. Was würde man dann hier verwenden? Den. Und dann runter. Kommt man aber ja auch nichts weiter zwischen. Jetzt habe ich ein Problem. So. Na, wie sollte man das jetzt überbrücken? Ich sehe da die Lösung nicht. Und auch keinen vernünftigen Lösungsansatz. Das hier ist natürlich auch so ein klein wenig nervig jedes Mal. Ja.
Ja, also... Den können wir natürlich von oben runterkommen lassen. Aber dann kriegen wir das ja immer noch nicht überbrückt. Also von rechts haben wir prinzipiell zwei Optionen. Einmal von oben oder einmal das Runterschieben. Den ganz links, also den hier, hoch oder runter. Dann haben wir hier, wenn ich es richtig sehe, nur eine Chance, den überhaupt zu erreichen, weil der kommt nicht dran, also muss das der sein. Ja, damit kriegen wir zwar den betrieben. Na, ich komme aber einfach nicht da hoch. Ich sehe keinen Weg, wie man das an den irgendwas ranbekommt. Das hier wäre die einzige Option dahingehend, aber da kriegt man halt nichts hin. Außer den, und den braucht man ja ganz links. Und den kann man nicht bewegen. Da bin ich gerade etwas überfragt. Und das hier ist ja auch nur so eine... Ja. Besicherungsecke. Wie sollte man den verbinden? Indem man... Na... Ja, das ist schon nervig.
Ja, eventuell, dass man das von unten her macht. Aber dann müsste man quasi... Ne, von da käme nicht dran. Wenn, dann müsste das von dem aus sein. Und dann über den übertragen. Quasi so, aber der müsste minimal drunter. Das heißt, der muss gerade mal weg. Was aber auch nur geht, wenn wir den wegbekommen, den also runter, dann... Naja, das hat jetzt so nicht funktioniert. Kann man da drauf? Ne, da bin ich glaube ich jetzt im Eimer. Heiß! Ja. Ich glaube, sterben kann ich da nicht, weil ich einen habe, der quasi nie Schaden nehmen kann davon. Was? So. Geschafft. Puh. Okay. Vielleicht sollte ich an der Stelle doch mal was essen. Ja. When you're ready. Der sieht aber groß aus. Mhm. So, das ist weg. So viele Hitpoints, dass man noch nicht mal die Buffs da drunter sehen kann. Machen wir erstmal den. Bombs. Der nächste. Jetzt weiß ich nicht, ob der den überhaupt drauf gemacht hat. Ah, Hotstreak. Critical Hit and Chance increased to 100% on next critical attempt. That attack cannot cause this status. Okay. Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Okay. Ready, I suppose. At your command. Mhm. Ups. Command me. Das hat das nicht getriggert. Das schon. Fünf. Der wird aber jetzt kosten. Orders? Er move to nearby space. Ready. So, jetzt du. Ready. Dann. Na, der macht eigentlich sowieso zu wenig Schaden. Dann zieht er den mal rüber. Move to nearby space. Das nutzt eigentlich nichts. Amorend. On your word. On your word. Speak. Na, okay, schön, Crit.
Aber wir haben nichts mehr, was wir mit dem Crit machen könnten. Ja, okay. Dann gucken wir mal. Alles in... Naja, okay. Alles im grünen Bereich. Entmove to nearby space. Da müssten wir dann aber vielleicht gucken, dass wir den rüber bekommen. Kaputt! Und wir haben Padded Armor Boots. Move, maybe use twice. Okay. Nichts Besonderes. Speichern. Enter Fort Garrodon. Okay. Gut, dann mache ich hier erst nochmal einen Schnitt. Das ist ja interessant. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Weiß auch nicht, ob das komplett optional ist. Quests oder so habe ich da ja auch keine für. Noch zumindest nicht. Na gut, ja, dann werden wir hier beim nächsten Mal reingehen und mal schauen. Also, ja, bis dann.